Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Warhammer 2 mit den Beastmen nach dem großen Patch und dem letzten DLC. Wir haben ein paar Tage Pause gehabt, weil The Ascent gespielt wurde und Koop gespielt wurde mit Serena im Koop Let's Play. Aber dann sind wir ja schon durch. Deshalb habe ich jetzt auch Zeit, vielleicht Taurix den Messing Bullet endlich mal abzuschließen. Danke Icefuck für ein Twitch Prime Abo. Warum läuft jetzt meine Nase? Ach, was für ein verdammter Hack. Theoretisch ist hier alles eingerissen. Außer Nagarond. Und ich muss halt die Schlacht Pfeil der Menschheit. Ah ne, hatten wir die letzte Mal gemacht? Ne, die haben wir auch noch nicht gemacht. Hatte ich verloren? Nein. Egal, jetzt zerstören wir noch ein bisschen weiter die Hochelfen. Viel werden die sich eh nicht mehr verteidigen. Ach, das ist... Wer braucht schon Herdenstein? So, zeig mir mal bitte an... Na? Ja, das wäre nämlich... Der wäre hier oben ganz allein gewesen. So, ihr würdet euch da treffen, also lauft ihr auch einfach mal außen rum. Ich hätte heute gerne übrigens wirklich mit der Ausblendung mit dem Greenscreen wieder gearbeitet, weil es Ewigkeiten her ist, dass ich das gemacht habe. Einfach aus Performance-Gründen des Aufnahmerechners. Der hat da immer ein bisschen geschlackert dann, wenn ich den Hintergrund ausgeblendet habe. Der Tod der Hochelfen ist schon lange erfolgt, deshalb muss man nicht mehr gespannt sein. Mit dem Fall der Hauptstadt passiert da nicht mehr viel. So, du beschädigst die Mauern. Beastman. Ach ja, wir können ja hier nicht die Fähigkeit nutzen, um durch den, wie heißen sie, durch die Pfade zu gehen. Macht nichts, brauchen wir nicht. Insel wird eh zu Staub zerfallen. Warum auch immer ich versuche, eine Beute bekomme, wenn ich den zerstöre an der Stelle. Please. Warum, ich bin nicht krank.
Machen wir immer Sorgen, dass ich gegen den Hund allergisch werde. Und das wäre das Worst-Case-Szenario hier. Namens Sarulon, grüß dich. Ich bin ein Hearthstone, also ein Herdenstein. In Lusambaus bekommst du 10% Abklingzeit auf Zauber fraktionsweit. Ja, ich habe das einfach nur zertrümmert gelassen. Ich unzivilisierter Unmensch. Aber ich hätte mir denken können, dass die Hauptstädte irgendwelche Boni bringen. Total super. Diplomatie. Das Schwert ist kein. Ist natürlich ganz schrecklich für mich, weil öffentliche Ordnung wird reduziert. Ist mir Latten, weil ich ja eh keine Bevölkerung habe, beziehungsweise keine öffentliche Ordnung. Unterhalt mehr für Einheiten ist mir auch Latten, weil ich keinen Unterhalt zu zahlen habe. Und diplomatische Beziehungen verschlechtern ist auch total egal, weil ich ja keine Diplomatie machen kann. Also schon, aber ich kriege ja Abzüge in den Horden, wenn ich einen Friedensvertrag eingehe oder sonstige diplomatische Beziehungen pflege. Ich weiß gar nicht mehr, was die späteren Stufen waren vom Schwert des Kain, aber es scheint ja nicht so schlimm zu sein, dass ich das trage. Not possible. Und weiter zerstören. Belagerung fortsetzen, hol die anderen. Fehlt mir nicht eine Armee? Reichtum tendiert zur Unendlichkeit langsam.
Ach, das gute alte Schwarzwasser. Das Einzige, was diesen alten, knochigen Körper noch am Leben hält. Danke für den Resub, der hält mich auch am Leben. Ja, K sagt, den Einäugigen in die Ostlande zu bewegen, ist auch genau die Aufgabe, die ich jetzt gerade verfolgen sollte. Es gibt Adler, warum gibt es kein Adler-Transportsystem? Um wenigstens kleine Armeen von A nach B zu transportieren. Willst du wieder runter, Hund? Bin ich dir jetzt so unbequem? Jetzt so unbequem? Dann geh runter. Ich brauche extra mal den Stein, der die Strecken, den Schreckensverdienst erhöht. Und den für die Verlustverstärkungsrate. Weil man sonst den plus 20% Schrecken auf höchster Stufe von dem Einstein gilt ja für alle. Beziehungsweise gilt ja überall. So, machen wir mal diesen Agenten kurz kaputt. Ah, hier in der Mitte habe ich die Armeen vergessen. Die standen aber auch so unscheinbar hier rum. Tarox hat Muskeln, ja. Sehe, warum ich dich vergessen habe. My axe thirsts for war. Ich denke mal, das hier ist fertig. Da wird nichts mehr zu holen sein. Oh mein Gott. Ich habe eine Siedlung übersehen. Gantal. Da müsst ihr zwei dahin. Hallo Dragon. Dragon. Nein. Wir lassen das weiter für mehr Chaos, Korruption. So, ihr zwei habt ja eure Befehle, zu der Stadt zu gehen. Ach,
Versuch dein Glück nochmal mit dem Attentat. Sehr schön. Beastman. Na, wir müssen nämlich gleich eh rüber, weil die haben sich ja auch ein bisschen hier schon hingehockt. Ach, die haben auch hier eine Siedlung. Ich muss sie leider komplett vernichten. Weil sonst kommen die immer wieder und gehen mir auf die Nerven. Ich habe keinen Nerv drauf. Also, ihr schafft es nicht rüber und könnt ihr wenigstens ein bisschen plündern. Macht nichts draus. Die können sich nicht verteidigen. Müssen wir ein bisschen in die Schlacht reingehen, weil sonst langweile ich mich zu Tode, weil wir beim Karten zerfetzen. Entschuldigung. Ich bin da einfach nur ehrlich. Eine Phase im Spiel. Ich muss halt in eine schlimme Falle schon laufen, damit ich überhaupt noch verlieren kann. Gegen die Hochelfen gerade. Dunkelelfen ist dann nochmal was anderes, weil die von der Armeestärke angeblich stärker sein sollen. Also, beziehungsweise Fraktionsstärke stehen die über mir. Und das einfallende Chaos kann halt wehtun. Sollte das so sein? Die Vorortaufstellung ist aber echt weit vorne. Ja, ist alles ein Witz. Tore halten 5 Sekunden. Der Rest wird einfach zerfetzt. Tja, da wurde durch Zauberei schon fast die ganzen
Munition geklaut. So, ich weiß, der Drache ist nichts für euch. Aber der feindliche Anführer hat gefallen, ist es eh die Sache gegessen. Welche Nation ist deiner Meinung nach die stärkste in diesem Spiel? Hochelfen oder Dunkelelfen? Weil sehr starkes Einheitenkader. Die Zwerge sind nicht die stärksten, sind aber am einfachsten zu spielen. Auch wenn ich damals mit den Zwergen ein bisschen abgekackt habe. Weil die Zwerge, die muss halt nur stehen bleiben. Haben halt die höchsten Rüstungswerte. Hallo Marv. Und die Hochelfen sind stark, weil die eine gute, balancierte Armee haben mit sehr starken Nahkämpfern, aber auch Pferdkämpfern. Dunkelelfen sind auch einfach sehr stark eingestuft. Früher waren wir vampirisch. Schon eher die stärkeren Fraktionen. Jedenfalls, weil die keine richtige Konkurrenz hatten in ihrer Region. Wo kommst du denn her? Ja, es kommt ja und macht natürlich eine Armee von mir kaputt. Scheiße. Schwächste Fraktion finde ich, vielleicht auch einfach von der Spielweise her. Skaven sind super lästig und doof zu spielen am Anfang, weil einfach schlechte Führermoral auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Ist aber wie gesagt auch alles Geschmacksfrage. Beastman.
So, geht er komplett über einen Weg. Wundervoll. Aber seine Armee besteht ja kaum aus Infanterie. Einfach aus 8000 Flammensäulen Phönixen. Oh, jetzt versuchst du den Phönix aus der Luft zu treffen. Glück gehabt, dass die Karte so begünstigt ist für mich. Fürs Verteidigen. Total War Spiel hat den Multiplayer noch nie eine Balance. Tut mir leid. Deshalb neige ich auch dazu, einfach Total War nicht im Multiplayer zu spielen. Das ist einfach kein Spiel dafür. Auch wenn es Leute gerne machen, irgendwie aus unerklärlichen Gründen. Aber Balancing sieht einfach anders aus. Ja. Und hat sich verzogen. Hallo Xenon. Habe ich den einfach noch ein bisschen gejagt. Multiplayer ist toll, vor allem wenn du deinen Kumpel tötest. Es tut mir leid, Marv, ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Wir reden nicht von Koop-Kampagne. Wir reden von standardisierten diverse Schlachten im Multiplayer.
diesmal ist es ein wenig eskaliert, immer. Tut mir leid. Ich sehe einfach das Spiel nicht als Multiplayer-Spiel an. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern, wenn sie nicht das Balancing. Also früher war es halt besser, aber bei Warhammer, nee. Oh, jetzt gib nicht auf, du Penner. Da muss nur einer hinterher fliegen. Looks like
Ja, ich möchte auch nicht, dass du mich da falsch verstehst, dunkler Herrscher, aber es ist halt einfach, Monstrositäten haben einfach das typische, sag ich mal, Stein-Schere-Papier-Prinzip von Total War ausgehebelt. Die wurden halt auf, ja, keine Angst vor Verluste, wurde das Ding einfach reingepfeffert. Juhu, wir überleben. Dämliche Autoberechnung. Stimmt doch gar nicht, wir verlieren doch gar nicht. Also wir sterben doch gar nicht. Richtig. Das Kontern mit Hellbaden oder sonst irgendwas macht überhaupt... Also, danke für den Resub-Donnerblitzen. Klappt aber bei vielen Monstrositäten gar nicht. Weshalb, sag ich mal, Infanterie eh später ausgehebelt wird komplett. Weil Hauptsache größer, besser, cooler. Und dann wird halt bejubelt, dass Warhammer 3... sein dämliches Schlachtenaufbauspielchen bekommt, was so ein bisschen Tower-Defense-like ist in der Chaos-Welt. Wo ich einfach denke, das ist eine Funktion, die kann die Engine schon lange. Total War bräuchte auch mal so eine Art Relaunch. Ja, man stellt sich vor, ne? Man sagt, Piranha-Bytes würden immer wieder mit dem gleichen Rollenspiel und das gleiche, also mit dem gleichen machen, immer wieder Geld verdienen, aber eigentlich ist Total War das, was immer wieder das gleiche macht und immer wieder wird Geld verdient. Es sind immer nur minimale Änderungen. Ah, okay. Ist vielleicht übertrieben. Es gab mal größere Änderungen, es gab auch mal kleinere Änderungen. Und es gab auch mal Total Wars, wo man gesagt hat, da ist ja einfach nur ein Asset obendrauf. Dafür haben sie angeblich keine Kohle. Ach, weil die dämliche, ne? So kannst du ihn aber eben umhauen. Nein, die sind nicht total kopiert. Attila ist basierend. Marv, du bist glaube ich zu jung dafür. Im Chat. Früher wurde es so gemacht, du hast ein Total War rausgebracht in einer Zeitepoche und dann kam, sag ich gesehen, ein Standalone-Add-on oder noch früher ein Add-on an sich, was in dieser Zeitepoche einige besondere Persönlichkeit in den Vordergrund schiebt. Napoleon, Attila oder sonst irgendwelche Namen wurden dann drangezogen. Oder, ne, du hast Shogun und dann kommt The Last Samurai. Was halt da nicht so massive Änderungen gebracht hat, sondern nur eine etwas aufgebesserte Version ist des Davorspiels. Theoretisch. Das haben sie aber inzwischen geändert, weil die ja gesagt haben, wir machen jetzt Total War Saga. Und Total War Spiele. Und Total War Saga sind einfach nur Zeitepochen. Also beziehungsweise nicht Zeitepochen, sondern um
gewisse Kriege oder gewisse Persönlichkeiten in seiner Zeitepoche, um die sich das alles dreht. Und auf der anderen Seite hast du die Total War Spiele, die vollwertige Total Wars sind, die halt wirklich große Zeitareale eher abdecken. Oder halt sowas wie ein Franchise wie Warhammer. Obwohl Warhammer ja das einzige Total War Franchise, was jemals gemacht wurde. Aber vielleicht kommt dann nochmal eine Überraschung, dass ein anderes Franchise bedient wird. Das werden wir erleben, vielleicht. Und wer weiß das schon. Ja, es kommen jetzt Monster in Troy. Ist aber trotzdem, ja, also... Sie versuchen natürlich, obwohl Total War Troy jetzt fand ich keine Totgeburt war, es war auf jeden Fall besser als Total War, ja, mit den Engländern. Ich vergesse den Namen immer. Guck mal, es ist halt so in meinem Kopf drin, dass ich das immer vergesse. Und es kommt ja nur als Zusatzmodus. Britannia. Danke, Heinrich. Britannia hatte irgendwie ein paar gute Ansätze, war aber dann im Kern Kacke. Und das Wichtige ist eigentlich, dass mit Troy, also es kommt ja nicht nur Monster-Modus, es kommt ja auch zusätzlich als Patch der historische korrekte Modus. Und da bin ich mal gespannt drauf, weil bei Three Kingdoms, man konnte es im History-Modus eigentlich nicht spielen, weil es einfach richtig doof wurde dadurch. Ich bin mal gespannt, ob Troy das mit dem historisch korrekten Modus besser macht. Das Einbringen von Monster finde ich erstmal nicht schlimm. Weil man muss sich einfach ernst, also man muss einfach ernst bleiben. Total War war noch nie historisch korrekt, hundertprozentig. Und Spiele sind sowieso nicht. Du musst immer einen Spangat machen. Zwischen halt Gameplay und historische Korrektheit. Ich muss Troy installieren. Ich bekomme ja schon ein bisschen früher Zugang. Aber lass mich nicht lügen. Ich weiß nicht mehr, wann Release-Tag ist. Also ich hab eine Liste geschickt bekommen, wann ich spielen darf und wann ich zeigen darf. Es war auf jeden Fall jetzt bei Troy-Ding schon recht früh. Ein Total War Lord of the Rings wird genauso wenig kommen wie Star Wars, weil die Lizenzen zu teuer sind. Und Total War sind Spiele, die werden... Wenn das 2. September Release ist, dann habe ich das gerade richtig im Kopf gehabt, dann darf ich das irgendwie ab... Mitte August durfte ich das, glaube ich, zeigen. 18., 19. oder so, stand, glaube ich, drin in der Mail. Ich war auf so einem guten Weg. Ich habe so viele... Ich habe so viel Kalenderkram hier geführt gehabt und jetzt habe ich das alles mit den Kalender so ein bisschen wieder schleifen lassen. Ich komme nicht darauf an, ob sie das gut anbieten würde. Ein Strategiespiel, rein PC-mäßig, wie Total War, lohnt sich nicht für so einen teuren Franchise wie Star Wars. Das Einzige, wo sie vielleicht einsteigen könnten, wären Warhammer 40k, aber ich finde immer, dass die Total War Engine vor allem bei Effekten riesige Probleme hat. Auch also Warhammer könnte auch eine viel bessere Performance haben.
Deshalb, wenn ich mir vorstelle, dass hier Laserwaffen eingesetzt werden müssten, jedes durch die Gegend hüpfen und irgendwie einen Haufen Leute niedermähen und du zwischen Planeten rumreist, um dann, sag ich mal, auf den Planeten Schlachten zu führen, in Total War Manier. Ja, ich glaube, da würde die Engine einfach nur abfackeln mit. Herr der Ringe wäre natürlich einfacher umzusetzen, weil Total War Warhammer zum Beispiel ja eigentlich alles mitbringt, was man dafür braucht. Weil es einfach Monstrositäten schon gibt. Ja, ich habe übrigens das Kingmaker, ist ja inzwischen vorbestellbar, das neue Pathfinder. Also beziehungsweise Pathfinder Race of the Riders. Riders? Riders? Ich weiß es nicht, wie man es ausspricht gerade. Danke Pirazzo für dein Tier 1 Sub, vielen Dank. So, jetzt haben die noch links oben die paar Städte und rechts oben eine und dann sind sie tot. Ja, und die Mitte, mittige und die ganz oben. Gibt es überhaupt noch Franchises, die sich für TW anbieten würden? Du könntest auch Narnia machen hiermit. Und am Ende werden alle wiederbelebt. Mit einem Fläschchen Leben.